sehr verehrten Damen und Herren, unsere Fahrt steht heute anscheinend leider nicht unter einem guten Stern. Mir wurde soeben leider mitgeteilt, dass die Diesellok, die für uns bestimmt war, nun leider selbst defekt ist. Diese Diesellok konnte nicht gestartet werden und es ist auch keine andere Ersatzlok hier, die uns nun nach Weilheim bringen könnte. Ja, meine Damen und Herren, ich finde dies sehr bedauerlich. Leider können wir auch nicht bei einem planmäßigen Zug angekoppelt werden. Das ist leider nicht möglich und nicht zulässig aufgrund der geltenden Bestimmungen. Ich habe aber eine gute Nachricht für Sie. Mir wurde soeben mitgeteilt, dass die Strecke von München-Pasing aus Richtung Starnberg, die vorhin aufgrund von Unwetterschäden komplett gesperrt war, mittlerweile wieder eingeschränkt befahrbar ist. Ich möchte Sie wirklich nicht auf den Arm nehmen, meine Damen und Herren. Wir setzen deswegen die Fahrt in Kürze fort, fahren zurück nach München-Pasing, werden dort wieder die Lok umsetzen und fahren dann weiter Richtung Weilheim, Garmisch-Partenkirchen bis nach Innsbruck. Und somit einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Fahrt mit dem Sonderzug. Als allererstes werden gleich mal die Türen geöffnet, der Euro-Express-Wagen. Somit können die lieben Fahrgäste einsteigen. Und während der Zugchef die Fahrgäste des Sonderzuges über den nächsten Schritt oder den weiteren Verlauf der Sonderfahrt informiert hat, wurde die Baureihe 103 schon mal soweit aufgerüstet. Ein Leuchtmeldetest wurde durchgeführt, der Luftpresser wurde aktiviert, um im Hauptluftbehälter 10 bar Druck anzugleichen. Der Druck in der Hauptluftleitung wurde auf 4,7 bar eingestellt. Das ZG1 wird noch eingeschalten, der Hauptschalter wird eingelegt. Die Zugsicherungssysteme sind aktiv. Einmal die PCB90 bzw. den Dusi. Darin wird in der oberen Zugart gefahren. Somit ist bei Beeinflussung der Leuchtmelder 85 aktiv. Die SIFA und die LZB ist aktiv. Die Fahrmotorlüfter werden noch eingeschalten und die Handbremse wird noch gelöst. Die Fahrplanleuchte wird eingeschalten. Die Instrumentenbeleuchtung ist aktiv und somit kann die Abfahrt erfolgen. Das ZG1 wird auch richtig dargestellt. Die Türen sind bereits geschlossen und somit kann die Leistung aufgeschalten werden. Natürlich muss vorher noch die Bremse gelöst werden. Ja, nun wird es doch nichts mit der geplanten Diesellokomotive, die den Sonderzug von Augsburg nach Weilheim bringen sollte, denn die Diesellokomotive ist defekt und die Strecke von München-Pasing nach Weilheim bzw. nach Garmisch-Partenkirchen ist nun doch wieder eingeschränkt befahrbar. Es ist Wahnsinn, es ist eine Irrfahrt durch Bayern, kann man sagen. Somit war jetzt die Fahrt nach Augsburg für die Katz und die Fahrgäste wird es natürlich nicht freuen. Das Lichtsparsignal in Niedrigbauweise signalisiert SH1. Und hier rechts würde es dann eben nach Weilheim weggehen, unter anderem. Ich glaube, die Fahrgäste sind wirklich froh, wenn sie in Innsbruck ankommen. Ja, nun geht es jetzt doch wieder zurück über die Bahnstrecke Augsburg-München nach München-Pasing. Und das Vorsignal signalisiert VR0. Hier ist dann einmal die Wachsamkeitstaste der Indusi bzw. der PCB90 zu betätigen. Augsburg-Haunstädter Straße.
So, meine Damen und Herren, wir haben die Fahrt nun wieder Richtung München-Pasing aufgenommen. Noch einmal für Sie als Wiederholung. Aufgrund eines Defekts unserer Diesellok, die für uns vorgesehen war und da leider keine Ersatzmöglichkeit bestand, über die Dieselstrecke Richtung Weilheim zu kommen, da dort auf dieser Strecke nur Triebzüge von Privatbahn verkehren und die leider uns nicht mitnehmen konnten, werden wir nun die Fahrt wieder nach München-Pasing aufnehmen. In München-Pasing wird dann unsere Lok wieder umgesetzt werden. Wir ändern nochmal die Fahrtrichtung und können dann wieder über den Weg, der für uns von Anfang an vorgesehen war, die Fahrt fortsetzen, da dort die Strecke, nachdem sie aufgrund von Unwetterschäden auch gesperrt worden war, eingeschränkt wieder befahrbar ist. Dort könnte es noch zu Verspätung kommen. Ich kann im Moment die Verkehrslage nicht einsehen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Wenn wir in München-Pasing sind und ich nähere Informationen habe, kann ich Sie weiter darüber informieren. Ich bitte noch um etwas Geduld hierfür. Ich kann Ihnen noch eine, ich hoffe, es ist für Sie eine erfreuliche Botschaft mitteilen. Wir sind in Augsburg Hauptbahnhof schnell für Sie einkaufen gewesen. Wir haben wieder weitere Erfrischungsgetränke und ab sofort bekommen Sie bis Innsbruck Hauptbahnhof hier alle Erfrischungsgetränke kostenlos in unserem Wagen 3 gereicht. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, wünschen noch eine gute Fahrt. Ja, das ist doch mal ein Service, immerhin etwas. Aber das ist wirklich, ja, das blanke Chaos. Jetzt geht's doch wieder zurück nach Pasing und die Fahrt kann dann doch über den ursprünglichen Weg dann fortgesetzt werden. Der Sonderzug wurde nun in die LCB aufgenommen. Rechts ist die Station Augsburg-Hochzoll zu sehen. Links geht's weg nach Friedberg und Ingolstadt. Die Strecke ist nicht elektrifiziert. Da der Sonderzug ja jetzt in die Linienzugbeeinflussung aufgenommen wurde, haben die Signale entlang der Strecke keine Bedeutung. Aber der Lokführer muss natürlich die Signale im Auge behalten. Gebildet wurde der Sonderzug einmal aus den Euro-Express-Wagen und einem aus einem Intercity-Port-Bistro-Wagen. Und die Euro-Express-Wagen dürfen maximal 160 km pro Stunde schnell fahren. Die Baureihe 103 dürfte schneller fahren. Da die Wagen aber auf 160 km pro Stunde beschränkt sind, ist auch für die Baureihe 103 ab diesem Geschwindigkeitswert Schluss. Und nun darf auf 160 km pro Stunde beschleunigt werden. Wichtig ist beim Aufschalten der Leistung, dass die Oberstromgrenze von 600 bzw. 620 Ampere nicht überschritten wird. Ansonsten fliegt einem der Hauptschalter um die Ohren. Servus, der Kollege. Die Bahnstrecke in München-Augsburg ist ja eine wichtige Verbindung in Fahrtrichtung München betrachtet nach Süden, also nach Österreich und Italien, und in Richtung Augsburg betrachtet, also in Richtung Norden, auch eine wichtige Verbindung in Richtung Bremen und Hamburg, also zu den Häfen in Deutschland. Und somit rollt es hier natürlich im Blockabstand, was den Güterzugverkehr angeht. Da kommt auch schon der nächste.
Kissing? Die Strecke ist insgesamt 61 Kilometer lang, beziehungsweise fast 62 Kilometer. Stromsystem 15 kV, 16,7 Hertz Wechselstrom. Ist hier natürlich anzutreffen, wie in Deutschland üblich. Bis auf die Rübelandbahn. Dort gibt es ein anderes Stromsystem. Und als Zugbeeinflussungssystem ist hier einmal die PZB und die LZB anzutreffen. Vorbei geht's an glücklichen bayerischen Kühen. Ein IC3 macht sich auf den Weg nach Augsburg. Rechts ist die Station Mering St. Afra zu sehen. Die Strecke ist, ja, wie gesagt, auch eine wichtige Verbindungsstrecke für den Norden und den Süden und ist auch Teil der Bayerischen Maximiliansbahn und der Magistrale für Europa. Also es handelt sich hier schon um eine wichtige Strecke. Gezogen wird ja der Sonderzug von einer Baureihe 103, also einer Serienlokomotive, Baureihe 103.1 in der TEE-Lackierung. Die Baureihe 103 verfügt über keine Klimatisierung im Führerstand und verfügt über 6 Fahrmotoren und man kann sich jetzt vorstellen, wie heiß das hier im Führerstand ist. Im Winter natürlich schön, im Sommer, naja. Denn die 6 Fahrmotoren geben ja auch eine dementsprechende Wärme ab. Und die kommt natürlich auch hier im Führerstand an. Altegnerberg. Ja, ist auch so ein richtiges Kuhkaff, wie man in Bayern so schön sagt. Genauso wie Haspelmoor. Servus da, Kollegin. Da gibt's ja ein paar Häuser, eine Kirche, ein Wirtshaus und das war's. Der Sonderzug erreicht jetzt gleich Haspelmoor und in Haspelmoor gibt es einen Sumpf, beziehungsweise einen Sumpf in einem Moorgebiet. Und durch dieses Gebiet wurde die
Trasse gebaut. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht so einfach war. Haspelmoor? Ja, die Strecke wurde hier ausgebaut. Servus, Herr Kollege. Früher mussten sich ja der Personenverkehr und der Güterverkehr jeweils ein Gleis pro Fahrtrichtung teilen. Beziehungsweise der Fernverkehr, der Personenverkehr und der Güterverkehr, also der Fernverkehr ein Gleis, Personen- und Nahverkehr ein Gleis. Beziehungsweise der Personen- und der Güterverkehr, so ist es richtig. Und da musste natürlich dringend für Abhilfe gesorgt werden, denn wie gesagt, der Güterverkehr ist hier enorm stark. Und von daher war das wirklich wichtig. Begonnen wurde ja schon um die Jahrtausend, wenn ich hier mit dem Ausbau, aber diese wurde dann zweimal gestoppt aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln des Bundes. Aber inzwischen ist alles fertig ausgebaut. Und dass die Güterzüge natürlich langsamer fahren als die Personenzüge, kam es natürlich immer zu Verspätungen im Personenverkehr. Und ja, das war wirklich kein Zustand mehr. So, der Sonderzug erreicht dann gleich Marmendorf. Hier beginnt dann auch die S-Bahn München. Marmendorf. Die Fahrdienstleitung muss jetzt natürlich auch schauen, den Sonderzug hier unterzubringen, denn dieser Fahrtverlauf war natürlich so nicht geplant. Aber der Lokführer trifft ja zum Glück solche Entscheidungen nicht. Weitere Zugfahrt in Richtung Augsburg. Man kann sich den Fahrgästen ja dann nur noch wünschen, dass es ohne irgendwelche Probleme und Verzögerungen jetzt durchgeht bis nach Innsbruck. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Das ist eine reine Irrfahrt hier durch Bayern.
ja, oder durch einen kleinen Teil von Bayern, muss man ja sagen. Eigentlich nur durch Schwaben und Oberbayern. Zumindest funktionieren die Heizungen in den Wagen. Denn draußen ist doch schon ganz schön kalt. Und dann geht es jetzt mit großen Schritten nach München-Pasing. Gezogen wird ja der Sonderzug von einer Baureihe 103, genauso wie ja schon bei der Hinfahrt. Und die Baureihe 103 ist ja eine schwere sechsachsige Elektrolokomotive für den schnellen Reisezugverkehr. Und es gab ja die Vorserie, die E03 und dann die Serienlokomotive, die 103.1. Und in 9000 Metern wird ein Geschwindigkeitswechsel auf 80 km pro Stunde signalisiert. Somit weiß jetzt der Lokführer auch genau, wann dieser Geschwindigkeitswechsel ansteht, eben aufgrund des Entfernungs- oder des Kilometrierungsbalkens der LZB. Somit erreicht dann der Sonderzug auch schon gleich München-Pasing. Und da darf dann die Baureihe 103 erstmal wieder umgesetzt werden. Und ich vermute mal, es geht gleich aufs richtige Richtungsgleis nach Weilheim und Garmisch-Partenkirchen. Servus, Herr Kollege. Da leuchtet man, der G ist aktiv. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreicht unser Zug dann den Bahnhof München-Pasing. Erneut und wieder einmal. In München-Pasing wird dann, wie gesagt, die Lok umsetzen. Aufgrund der
Betriebslage mit der eingeschränkten Streckenführung Richtung Starnberg kann ich noch nicht sagen, wann unser Zug weiterfahren wird. Sofern Sie rauchen möchten, können Sie selbstverständlich am Bahnsteig wieder aussteigen. Sie können auch sich 10 Minuten Zeit lassen, wenn Sie etwas zu essen einkaufen möchten oder ähnliches, wenn Sie sich einfach mal die Beine vertreten möchten. Wir werden dort nämlich erst wieder die Lok umsetzen müssen und setzen die Fahrt erst dann wieder fort. Bleiben Sie dann aber bitte relativ nah am Zug, sodass Sie das Einsteigen nicht verpassen, wenn unsere Fahrt weitergeht. Nächster Halt in wenigen Minuten, München-Pasing. Der Ausstieg soll dort für Sie in Fahrtrichtung rechts sein. Sehr schön. Und während die Fahrgäste informiert wurden über den weiteren Verlauf dieser Sonderfahrt, wurde das LZB-Ende hier im Führerstand bestätigt. Und somit übernimmt wieder die PCB-90. Die Signale entlang der Strecke haben jetzt wieder ihre volle Gültigkeit. Jawohl, und dann geht schon rüber aufs richtige Richtungsgleis dann. Der Zug geht jetzt hier einmal erst auf die beiden S-Bahn-Gleise. Ein weiterer Geschwindigkeitswechsel auf 60 km pro Stunde wird signalisiert. Der dann mit Erreichen der Zugspitze am Hauptsignal auch zu fahren ist. Fahrplantechnisch ist dieser nicht einzuhalten, denn die Wagen dürfen nur 160 km pro Stunde fahren. Und somit ja, ist der Fahrplan natürlich so nicht zu halten. Rechts sind die Pasing-Arkaden zu sehen. Ein ja, Shopping-Center. Und die S-Bahn München. Die Türen sind schon mal freigegeben. Ja, nach fast 30 Jahren wurde die Baureihe 103 ausgemustert und durch die Baureihe 101 ersetzt. Nebenbei gab es natürlich noch die Baureihe 120, auch eine sehr, sehr schöne E-Lok. Darf man nicht vergessen. So, die Wagen werden einmal abgekuppelt. Und dann geht's zum Lokwendepunkt. Vormax 25 km pro Stunde. Denn die Baureihe 103 befindet sich jetzt in einer Rangierfahrt. Ja, einfach eine schöne Lok, die Baureihe 103. Thyristorschaltwerk natürlich. Man hat auch gerade das Einrasten der Fahrstufe 0 gehört. Oder der Nullstellung.
So, und dann wird hier einmal dann der Führerstand gewechselt, sobald die Lok zum Stehen gekommen ist. Dazu muss dann der Lokführer einmal durch den Maschinenraum. Durch den Maschinenraum einmal durchgehen. Ja, der Bahnhof München-Pasing wurde ja auch komplett umgebaut, mit Aufzügen und Rolltreppen versehen. Somit können natürlich auch Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung und auch ältere Menschen die Bahnsteige problemlos erreichen. Und die Fahrmotorlüfter, die machen hier natürlich ordentlich Rabatt. Gleis 3 ist natürlich auch belegt, das heißt, es geht über das Gleis 4 durch den Bahnhof München-Pasing. Und sobald die gleisfreie Rückmeldeanlage eben zurückgemeldet hat, dass der Weichenbereich frei ist, darf auch der Herr Kollege hier los. AP1. Und hier ist natürlich viel S-Bahn-Verkehr. Somit ist der nächste Lokwendepunkt erreicht. Und der Führerstand muss noch einmal gewechselt werden. Und dann darf an die Wagen wieder angekuppelt werden. An die stehenden Wagen sollte da mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3 km pro Stunde herangefahren werden. Sollte man schneller mal heranfahren, ja, kann es natürlich sein, dass dann die Puffer der Lok und der Wagen Schaden nehmen.
Das wäre natürlich nicht so gut. So, somit können die Wagen wieder angekuppelt werden. Und der Führerstand wird einmal gewechselt. So, die Bremsen werden einmal gelöst. Es folgt eine Bremsprobe. Und die Fahrmotorlüfter können nun auch ausgeschalten werden. Und beim Sonderzug bitte einmal die Bremsen anlegen. Eine weitere S-Bahn erreicht Münden-Pasing. Beim Sonderzug bitte die Bremsen lösen. Und die Bremsen dann einmal stufenweise wieder gelöst. Da, Kollege. Sehr schön, eine V200. Beim Sonderzug, alle Bremsen sind in Ordnung. Sehr schön. Ja, und somit hoffe ich, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in eine der nächsten Folgen wiederhören würden. Bisher macht's gut, euer Matthias AB. Servus.